Die Konkurrenz steht gleich nebenan. Immer mehr Energie kommt in Deutschland, zum Beispiel aus Windkraft. Der Strom von konventionellen Erzeugern, wie diesem Gaskraftwerk, wird dagegen immer weniger gebraucht. Denn Ökostrom wird zuerst in die Netze eingespeist. So regelt es das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Das Kraftwerk steht jetzt häufig still. Das ärgert den Chef. Mal stehen wir nur einen Tag, wir haben auch schon mal eine ganze Woche gestanden. Das kommt jeweils darauf an, wie die Entwicklung ist. Aber der Gesamttrend ist im Moment, dass weniger Strom durch die konventionellen Kraftwerke vermarktet wird. Erzeugt wird der Strom von Gasturbinen. Das Kraftwerk soll auch die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen, wenn der Wind nicht weht. 450 Millionen Euro haben mehrere Stadtwerke der Region in die Anlagen investiert. Doch das Geschäft lohnt sich nicht. Der Strompreis an der Börse ist zu niedrig, während der Preis für Erdgas weiter steigt. Dieses ist ein modernes Kraftwerk, was noch Zins und Tilgung erwirtschaften muss. Diese Komponenten können nicht mehr vollständig durch die erzielten Deckungsbeiträge bedient werden, weil dieses Kraftwerk eigentlich zu wenig am Markt tätig ist, bei zu geringen Deckungsbeiträgen. Auf Deutsch, zu selten am Netz und zu hohe Kosten. Und das wird sich in Zukunft nicht ändern. Denn wenn die Energiewende in Deutschland gelingt, sollen bis zum Jahr 2050 rund 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. Für die Produzenten von Ökostrom wie Greenpeace Energy gibt es dazu keine Alternative. Sie finden, die Kraftwerksbetreiber hätten sich schon längst auf die Entwicklung einstellen müssen. Wir haben jetzt eine Übergangsphase, die man klug managen muss, wo es darum geht, so viel erneuerbare Energien wie möglich und so viel konventionelle Energien wie nötig. Diese konventionellen Energien, die nötig sind, die müssen auch das notwendige Geld verdienen, damit sie weiter agieren können. Und was die Industrie versucht, ist mehr als nötig und so viel wie möglich und nicht so viel, wie sie gerade brauchen, sondern so viel, wie sie irgend herausholen können, weil die natürlich darauf aus sind, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Einige Kraftwerksbetreiber drohen nun mit der Abschaltung ihrer Anlagen. Doch so einfach ist es nicht. Über eine Stilllegung entscheidet die Bundesnetzagentur der Bundesregierung. 15 Anträge sind bisher eingegangen und werden noch geprüft. Auf unsere Anfrage hin bekommen wir diese schriftliche Stellungnahme. Wenn die Bundesnetzagentur zu dem Schluss kommt, dass das Kraftwerk für den sicheren Netzbetrieb unabdingbar ist, wird sie ein Stilllegungsverbot für das betroffene Kraftwerk aussprechen. Das Gaskraftwerk in Hamm liegt mitten im Ruhrgebiet, einer wichtigen Industrieregion. Der Stromverbrauch hier ist hoch. Die Betreiber machen nun Druck und warnen vor Versorgungsausfällen. Es gibt mehr und mehr Tendenzen, dass es zu Netzstörungen kommt. Und wenn irgendwann mal alte Kraftwerke auch ein natürliches Ende ihrer Lebensdauer erreichen, werden mehr und mehr Kraftwerke aus dem Markt gehen. Und dann könnte sehr wohl es zu einer Engpasssituation in der Stromversorgung kommen. Alles nur eine leere Drohung? Es geht ums Geld. Der Stromversorger fordert finanzielle Unterstützung vom Staat, um das Kraftwerk als Reserve vorzuhalten, auch wenn es keinen Strom produziert.